Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich hatte ich geplant, diesen heutigen Tag im heimatlichen Schruns zu verbringen mit meinen Geschwistern, um den heutigen 100. Geburtstag unserer Mutter zu feiern, mit ihr. Und es war auch geplant, dass eine feierliche Messe stattfindet in der Pfarrkirche, die jetzt sogar zum Münster erhoben worden ist, der schönen Pfarrkirche von Schruns. Und es wäre anschließend ein schönes Fest gewesen, wenn viele Menschen aus Schruns dabei gewesen wären. Es kam ganz anders. Und so feiern wir, wie Sie alle, die jetzt an diesem Gottesdienst teilnehmen, digital, aber real, wirklich, verbunden durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Denn wie Papst Benedikt sagt, und meine Mutter liebt diesen Satz zu zitieren, wer glaubt, ist nicht alleine. Wir sind nicht alleine, auch wenn wir jetzt räumlich getrennt sind. Wir sind nicht alleine, weil der Auferstandene bei uns ist, weil Christus lebt. Ich möchte eine Frage aufwerfen, die das heutige Evangelium uns nahelegt. Mir wurde vor einigen Tagen die Frage gestellt, warum ist Jesus nur seinen auserwählten Jüngerinnen und Jüngern erschienen? Warum ist er nicht allen erschienen? Warum hat er nicht die Gelegenheit des Osterfestes in Jerusalem benutzt, um Tausenden, zigtausenden zu erscheinen? Dann hätten alle glauben müssen. Wir sind irgendwie mit unserem Glauben an die Auferstehung einer gewissen Schwäche ausgesetzt. Wie will man das beweisen, dass Jesus auferstanden ist? Und wie will man beweisen, dass wir einmal auferstehen werden? Wir glauben das, ja, aber wissen wir das? Haben wir Gewissheit? Das heutige Evangelium berichtet, nur Matthäus berichtet darüber, dass man versucht hat, die Auferstehung zu verstecken durch ein Gerücht. Denn man konnte nicht leugnen, dass das Grab leer war. Die Soldaten haben tatsächlich verschlafen. Sie waren wie benommen, haben es nicht direkt wahrgenommen. Jesus ist nicht mehr im Grab. Die naheliegendste Interpretation ist die, die Maria von Magdala selber hat, als sie das Grab leer findet und weinend zu den Aposteln läuft und dann schließlich zu dem, den sie für den Gärtner hält, sagt: Man hat meinen Herrn weggenommen. Wo habt ihr ihn hingelebt, damit ich ihn holen kann? Der Leichnam ist nicht da. Und so ist die Interpretation durchaus verständlich, dass manche sagen: Na ja, man hat den Leichnam gestohlen und dann gesagt, er ist auferstanden. Woher haben wir die Gewissheit, dass das Fake News sind und nicht die Wahrheit? Woher wissen wir, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er bei uns ist, bei uns, jetzt? Da ist die heutige Lesung eine sehr eindrucksvolle Hilfe. Es ist der Bericht vom Pfingstfest. Menschen laufen zusammen, Scharen von Menschen in Jerusalem sind wieder viele Pilger zum Pfingstfest. Sie hören einen Lärm, sie laufen zusammen dort im Abendmahlsaal und Petrus beginnt zu ihnen zu reden und erklärt, was da geschehen ist. Aber er sagt ihnen zuerst einmal klar: Gott hat ihn auferweckt, ihn,
den ihr getötet habt. Er macht keine globale Beschuldigung, sondern er sagt selber dann kurz danach, ich weiß, Brüder und Schwestern, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt. Aber das, was Petrus da sagt, wie er von Jesus spricht, wie er bezeugt, wir haben ihn gesehen, erlebt, wir sind mit ihm zusammen gewesen, 40 Tage lang, bis er sich verabschiedet hat in der Himmelfahrt. Er hat mit uns gegessen, er hat uns die Schrift erklärt, wir waren mit ihm zusammen. Auf jeden Fall das, was Petrus den vielen Menschen gesagt hat, muss sie unglaublich berührt haben. Es traf sie ins Herz, sagt Lukas in der Apostelgeschichte. Und sie sagten, Brüder, was müssen wir tun? Und Petrus sagt ihnen, lasst euch taufen. Und an diesem einen Tag wurden 3000 Menschen hinzugefügt. Schwestern und Brüder, mich berührt, dass alle diese 3000 haben Jesus nicht persönlich erlebt. Sie waren nicht seine Jünger und Jüngerinnen, sie waren berührt von dem Zeugnis des Petrus. Und etwas ist in ihnen passiert, was bei den Aposteln beim Pfingstfest passiert ist. Wir können das eigentlich nur so erklären, dass der Heilige Geist am Werk war. Denn das, was Jesus den Seinen gegeben hat am Ostertag, das war die Gabe des Heiligen Geistes. Er hauchte sie an, empfang den Heiligen Geist. Und ohne den Heiligen Geist könnten wir nicht glauben, dass Jesus lebt. Ohne die Erfahrung, lebendige Erfahrung, der Gemeinschaft mit Jesus im Glauben, könnten wir nicht glauben, dass er lebt. Und so ist eigentlich dieses erste Erlebnis zu Pfingsten, dass so viele Menschen berührt waren, ergriffen waren von dem Zeugnis des Petrus, erlebt. Wir können es euch bezeugen. Dieses Zeugnis hat so stark gewirkt, dass so viele Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Und Schwestern und Brüder, im Grunde geht es bis heute so. Wie komme ich zum Glauben an Jesus? Wie komme ich dazu, nicht zu glauben, was damals als Gerücht verbreitet worden ist? Naja, man hat den Leichnam gestohlen. Wie komme ich dazu zu glauben? Nein, er ist auferstanden und lebt und ist bei uns. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, als im Heiligen Geist, sagt Paulus. Und so danken wir heute. Ich danke Gott für den Glauben meiner Mutter, unserer Mutter, die ein spannendes Leben hinter sich hat, ein Leben voller, ja, auch großer Schwierigkeiten, aber auch vieler, vieler großer Gnaden. Und wenn ich ihren Glauben heute anschaue, mit welcher Ruhe sie auch sagt, dass sie bereit ist zum Sterben, dass sie darauf vertraut, dass das Leben einen Sinn gehabt hat, dann kann ich nur sagen, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, wie es der Glaube bei jedem von uns ist. Und so sind wir voller Zuversicht an diesem Osterfest. Auch wenn wir Jesus nicht als den Auferstandenen direkt gesehen haben, wir glauben und wissen, dass er lebt und bei uns ist, wie er verheißen hat, alle Tage, bis ans Ende unseres Lebens, bis ans Ende der Welt.